Das ist wohl so eine Art Mauerkralle, die jetzt runter zur Mauer gelassen wird. Ja, die ist jetzt so ungefähr einen Meter von dem freigeschnittenen Segment entfernt. Auch direkt davor stehen zwei Bauarbeiter, zwei Beschäftigte der Abrissfirma, wie man sieht, auch ohne Sicherheitskleidung, ohne Sicherheitshelm. Die haben, soweit ich sehen kann, nur Sicherheitsschuhe an. Aber das, was man da so eine Wollmütze, das kann ich nicht als Sicherheitshelm bezeichnen. Also ist für mich immer noch schleierhaft, warum selbst die Presse da nicht stehen darf. Der Autoverkehr, wie man sieht, jetzt hier fährt hier gerade wieder ein Laster kurz davor. Der ist wieder, ist auch direkt auf der Spur. Jetzt wird die Kralle in der Mauer wohl festgemacht. Wird da assistiert von jemandem, der kam gerade auf der Leiter, der ist gerade wieder runter. Ja, kann ich auch verstehen, ist ein scheiß Job, den er da macht. Da lässt man sich halt auch, sagt man, nicht gern bei sehen, weil das ist nicht beliebt. Diese Eastside Gallery wird ja tagtäglich von vielen Leuten, von Touristen, von Berlinern besucht. Ich werde da gleich mal lang schwenken für die Leute, die das noch nicht kennen. Das ist nämlich noch ein Originalstück Mauer und von Künstlern bemalt. Überall sieht man dann die Zeichen vom Denkmalschutz. Ja, da wurde jetzt gerade wieder abgelassen, der Haken. Ja, näher komme ich da leider nicht ran. An dieses Denkmalschutzzeichen, soweit hat man uns hier verbannt. Ja, Stream Beam for Global Change, supported by Castor TV, hier live von der Eastside Gallery. Die Arbeiten werden hier fortgesetzt, so ungefähr von einer Stunde wurden hier die ersten Schnitte an der Mauer gemacht. Die ist jetzt bis unten hindurch geschnitten, der Engel ist also quasi wie ausgeschnitten, der neben diesem Brandenburger Tor steht. Der Verkehr läuft ungehindert auf beiden Fahrspuren weiter. Wir wurden hier von der Presse und andere Leute auch gebeten, uns ganz weit davon zu entfernen, aus Sicherheitsgründen. Uns könnten Betonsplitter irgendwie treffen oder unsere Ausrüstung, während die Autos, wie man sieht, da sogar noch ein Fahrradfahrer. Also das finde ich dann wirklich unverantwortlich. Die Fahrradfahrer haben dann extra Fahrstreifen und sind noch näher dran als der normale fließende Verkehr. Sage ich mal, hier im Mühlenweg schon Belästigung oder Bedrohung ausgesetzt durch eine sehr enge Führung von Radfahrern und dem anderen Straßenverkehr. Müssen sie da so, sag ich mal, gerade mal in einer, ja, wie man da drüben sieht, in einer Wannenbreite an der Baustelle vorbei, da wo niemand stehen darf, weil es so gefährlich ist.